Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wie man sehen kann, es geht mal wieder um Ori. Ein sehr, sehr tolles Spiel. Auf alle Fälle. Ich kann jetzt schon vorab sagen, Leute, kauft's euch. Es ist im selben Grafikstil wie der erste Teil. Es ist einfach richtig gut gemacht. Der Soundtrack ist mal wieder richtig geil. Die Story ist emotional mitreißend. Ich kann es definitiv nur empfehlen, auch wenn ich bisher nur so einen kleinen, klitzekleinen Bruchteil davon gezockt habe. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, mit euch zusammen dieses Spiel erleben zu dürfen. Und was ich noch dazu sagen muss, dieses Spiel zocke ich live auf Twitch. Ja, ich bin jetzt gerade in dem Moment nicht live, das mache ich jetzt hier offline. Es liegt daran, dass ich, als ich gestreamt habe, vergessen habe, mein Mikrofon einzuschalten. Ja, das war der erste richtige Stream und natürlich war ich da ein bisschen nervös. Es waren direkt bei Streamstart schon Zuschauer da von meinem YouTube-Kanal, hat mich auf jeden Fall gefreut. Und ja, da war ich doch ein bisschen nervös, weil live ist halt doch ein bisschen anders, ne? Und ja, dadurch habe ich vergessen, eine Taste beim Streamstart zu drücken. Darum fehlen am Anfang ja ein paar Sekunden vom Intro, sage ich mal, wo ich halt nicht quatsche. Und auch die Begrüßung, aber die hole ich jetzt gerade ja nach. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Let's Play. Und ja, legen wir los. Schalte ich mal um. Moin, ich habe anscheinend vergessen, das Mikro anzumachen. Ha! Tut mir leid. Dann schauen wir uns jetzt in aller Ruhe mal das Intro an. Was gar kein Intro ist. Das ist ja genial. Schwalbennest. Ja, den Kumpel kennen wir doch noch. Ich vermisse die ganzen Fähigkeiten. Ewig werden wir uns an diesen Tag erinnern. Yay. Als das Leben nach Nibel kam. Süße kleine Eule. Na, Schlafmütze. Schauen wir mal, wo die anderen sind. Oh.
Es wird Winter. Oh je. Oh je, der Arme. Na, wo ist er denn hin? Wie wir aus dem ersten Teil wissen, es hat sich die Mutter ja geopfert, darum ohne Mutter aufgewachsen. Da fühlt man sich schon ein bisschen einsam. Ich weiß halt jetzt noch nicht, was ich überhaupt machen muss. Ob das jetzt überhaupt richtig ist, dass ich zurücklaufe? Anscheinend ja. Mutters letztes Geschenk. Oh. Direkt einen Geheimgang gefunden. Oder wir mussten auch. Gurus Feder, du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Drücke rechts, um frei herumzugleiten oder Luftströmung auszunutzen. Immerhin schon mal was. Das ist eine Feder der Mutter.
Das ist doch schon mal ein Anfang, würde ich sagen. Ja, wo geht's jetzt weiter? Also hier oben nicht. Das klappt doch ganz gut. Ich habe ganz vergessen, wie emotional das Spiel sein kann. Ja, passt nicht ganz so da rein. Aber Hauptsache mal mitgeflogen. Ja, das beste Wetter wieder rausgesucht. Das ist jetzt natürlich scheiße, um das auf gut Deutsch zu sagen. Ne? Ja, wer bist du denn? Das sieht so ähnlich aus, wie wenn ich jetzt aus dem Fenster schauen würde. Tintenmoor. Na gut, nicht so ganz dschungel-like, aber vom Wetter her passt es. So, wir haben unsere ersten Fähigkeitspunkte und Lebenspunkte. Und die ersten Gegner sind auch da. Und ich habe noch keine Attacken. Ja, das ist nicht gut. Achso, ich habe die Feder verloren, darum konnte ich nicht mehr kleiden. Ja, da muss man erstmal drauf kommen. Lebenskugel. Du hast eine Lebenskugel gefunden. Kennen wir ja auch noch aus dem ersten Teil, damit können wir uns heilen. Ich glaube, ich muss hier rüber. Cool. Das ist fies. So, wie komme ich denn jetzt da hoch? Oder muss ich hier rüber?
das reicht nicht. Wie dieser Jump'n'Run wieder los hier? Ach, wie habe ich das aus dem ersten Teil vermisst? Also diese ganzen Ecken, wo man dann tausendmal versucht, um da irgendwie hochzukommen. Oder hinzukommen. Ich glaube, ich muss mich rüberschwingen, ne? Luma sehen. Na, gehen wir mal dahin. So, da unten sind rechts gedrückt, um irgendwie zu greifen und zu ziehen. Fragment einer Lebenszelle. Du hast ein Fragment einer Lebenszelle gefunden. Finde die zweite Hälfte, um dein maximales Leben zu erhöhen. Au, au, au. Spiel pausiert. Warum pausiert? Ah, Mist. Wo sind wir denn jetzt? Ah, hier. Das reicht nicht, ich komme da nicht hoch. Ich habe noch keine Attacken oder sonst irgendwas. Ich muss aber da lang. Aber da hinten sind Dorn, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Da gibt's nichts, wo man entlang kann. Da ist nur Wasser unten. Ah, das wird nichts. Da geht's nicht mehr raus. Ich vermute mal, ich soll dann doch woanders hin. Von da unten kommen wir. Da sind wir ja hochgehüpft. Ohne Scheiß, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie es weitergeht. Klettert der selbstständig da hoch? Da kann ich mich wieder heilen. Okay, bringt mir nur nichts. Den wieder hinterschieben bringt mir eigentlich auch nichts. Kann man damit irgendwas machen? Nein. Ich weiß schon, jetzt schon nicht mehr weiter. Ich komme da nicht hoch. Muss ich wieder in die andere Richtung zurück? Jetzt einfach mal blöd wieder zurück. Vielleicht ist das Ganze doch anders vorgesehen gewesen. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Kleines Geisterlichtgefäß. Geisterlicht kann bei freundlichen Kreaturen eingetauscht oder zur Verbesserung von Geisterspielern verwendet werden. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Nein. Sowas ist gemein. Da komme ich nie wieder hoch.
Da kann ich nichts machen. Nach unten. Ich drücke doch nach unten. Aber A ist hüpfen. Das verstehe ich nicht. Ich soll A drücken, während ich nach unten drücke, aber ich hüpfe doch dann. Funktioniert nicht.